Und mit der machen wir uns jetzt auf die Suche wie in so einem Horrorfilm. Was ist das? Alter. Hallo, ich bin's, Kimlian. Und Leute, so langsam, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber mir geht's so, fehlt mir das so richtig, im Kino zu sein. Ich kann mich noch genau erinnern an das letzte Mal, kurz vor dem Lockdown. Ich habe mittlerweile auch jegliche Science-Fiction, Thriller, Krimi, Spionage, James-Bond-Filme durch, in letzter Zeit vor allem. Und deshalb dachte ich mir, es ist doch Zeit, dass ich mal schaue, was es in den Tiefen des Internets an Spionage-Gadgets gibt und wie man auch herausfinden kann, ob man selber ausspioniert wird. Ich bin sehr begeistert von dem Gedanken, jetzt ziemlich crazy Spionage-Gadgets von Wish auszutesten. Ja, Leute, die Dinger wurden wohl in China entwickelt und die kennen sich ja ganz gut aus mit Spionage. TikTok. We love it though. Also an alle crazy Ex-Liebhaber, das Video geht an euch. Nein, Spaß. So wollte ich den Disclaimer einleiten. Ist ein bisschen in die Hose, in die falsche Richtung jetzt gegangen. Es ist tatsächlich illegal, unerlaubt Aufnahmen von Leuten zu machen. Ich glaube, das wissen draußen die meisten. Aber in seinen eigenen vier Wänden, da darf man ja machen, was man will. Außer man ist ein Airbnb-Host und filmt seine Gäste heimlich. Aber dazu kommen wir im Laufe dieses Videos, Leute. Das wird spannend. Vorher noch Lipgloss auftragen, damit ich dann durchkomme als sexy Agentin. Das ist eine HD-Wi-Fi-Uhrenkamera. Leute, ist es das, was ich glaube, was es ist? Und an alle da draußen, die sich gerade wundern, warum ich selber nicht mehr weiß, was ich bestellt habe. Die Sachen hat alles Steve ausgewählt. Das heißt, ich sehe die auch zum ersten Mal. Aber das klingt ja mega nice. Stevie hat das Ganze auch schon aufgeladen, damit wir jetzt nicht mit leeren Akkus da sitzen. Thanks for that, girl. Gerne. Uff, und die ist ganz schön warm. Holla, holla. Ich frage mich, ob die jetzt schon filmt eventuell. Es ist ja nicht normal, dass das nur mit so einer Display-Anzeige derart heiß läuft. Ziehen wir das jetzt mal ab. Hier seht ihr euch selber. Hihi. Lustige Frisur hast du da heute. Knock, knock, bitches. Hello. Ich will gerade mal eben überprüfen, ob die eh nicht zuhören. Ja, ja. Einerseits Spionage-Tools bestellen und dann paranoid sein, dass man über diese wiederum selber ausspioniert wird. Wow. Ansonsten muss ich sagen, tolles Design. Okay, man soll sich dafür eine App runterladen. So sieht das Ganze aus. Jetzt filmt sie. Crazy. Warte, wie ich das Handy höher halte, weil ich glaube, dass sich dieser Winkel dann hier nach oben verändert zu meinem Gesicht. Aber nein, ich muss ja hier den Wecker in die Hand nehmen, weil der mich filmt. Hi, it's me. Ich erwarte die ganze Zeit, dass ich mich in dem drüberen Display selber sehe. Es ist voll weird, sich nicht selber zu sehen, sondern mit einem Wecker zu sprechen, wo die ganze Zeit die Uhrzeitanzeige dir entgegenblinkt. Alter, und zumindest auf dem Handy sieht halt einfach die Bildqualität mega gut aus, finde ich. Absolut sick. Ich werde in Zukunft auf meinem zweiten Kanal vielleicht nur noch Videos mit meinem Wecker drehen. Alleinstellungsmerkmal und sowas. Ja, die Promo mache ich gerade, damit ihr auch dort vorbeiguckt. Finde ich sau lustig und sau creepy zugleich. Aber es hat definitiv Potenzial. Und wisst ihr, was mir gerade einfällt? Das ist ja mega cool, wenn ich diesen Wecker so hinstelle, dass er in das Katzeneck filmt und ich dann vielleicht mal auf Urlaub bin, wenn dieser ganze Wahnsinn hier vorbei ist wieder. Und dann kann ich vom Urlaub aus über die App meine Katzen im Bett schlafen sehen. Oh, wie cute! Ich freue mich. Was kommt denn hier geflogen? Eletorot? Als ob das eine Taschenlampe ist. Hä? Was ist daran so besonders? Abgesehen davon, dass es mega schwer ist. Das lässt sich auch so rein und rausziehen. Ist das ein Fernrohr? Land in sich! Es ist wirklich einfach eine Taschenlampe. Das ist hell und blau. Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Schwarzlicht. Warum auch immer man nicht Blaulicht dazu sagt, aber gut. Das Erste, was ich lese. Nicht direkt in die Augen leuchten. Hauptsache, ich habe da fünfmal gerade reingeschaut. Ohne Witz, wenn ich da jetzt lese, habe ich wirklich so blaue Punkte zwischen den Buchstaben. Wir schauen uns das gleich mal an in einem richtig schönen nasty Eck. Alter Schwede, ob ich verrückt nach Lichtquellen bin? Okay, ich habe Angst im Dunkeln. Jetzt ist es raus. Bin ich die Einzige, bei der das einfach niemals im Leben verschwindet? Hallo, ich habe ja eh diese Taschenlampe. Und mit der machen wir uns jetzt auf die Suche nach ekelhaften Flecken. Alter, Bleaching Level 5000. Bisschen wie in so einem Horrorfilm, dieses Licht.
Also da ist definitiv ein Farbunterschied. Das sieht stark danach aus, als hätte vielleicht Rilly da rumgenuckelt oder so. Da drüben zum Beispiel ist auch was. Was hast du zu sagen zu den Flecken? Und was ist mit dir, ha? Na gut, vielleicht sind die Fleckchen auch so ein paar kleine Montag-Nachmittag-Drink-Flecken von Steffi und mir letztens. By the way, schau gerne mal in meiner Insta-Story vorbei. Ich finde das Ding auf jeden Fall soweit solide und werde damit in Zukunft immer Hotelbetten und sowas anleuchten. Dann weiß ich, ob die wirklich auch ganz frisch und sauber sind. Kommen wir jetzt zu einem Hundemarken-ähnlich aussehenden Dreieck. So in Pink wäre das perfekt für so einen kleinen süßen Golden Red River, so einen richtigen Good Boy. Hey! Hier haben wir die kleine Anleitung und was sofort ins Auge springt, ist, dass dieses Modell hier ziemlich anders aussieht als dieses. Well! Man soll damit Leute tracken können oder zum Beispiel, wenn man immer vergisst, wo man sein Auto hinpackt, da drin lassen können oder man kann es eben an ein Haustierchen hängen und wenn das wegläuft, sieht man eben auch dann wohl in der App, wo es sich aufhält. Man soll nur den nicht vorhandenen Anschaltbutton zusammendrücken. Hallo, hallo! Ich glaube, es ist iTag. Okay, wow. Da kann man verschiedene Töne offenbar abspielen damit. Wir lassen es miauen. Okay, Leute, und ich kann jetzt einfach nur das ganze Bild verpixeln, weil man sieht hier eindeutig meinen Wohnort. Oh mein Gott. Und es bewegt sich sogar auf der Karte. Wenn ich dieses Ding hin und her bewege, wie exakt funktioniert das bitte? Geben wir das Ding jetzt gleich mal Stevie, denn die hat heute ein Date. Hä? Was ist jetzt los? Okay, das darf aber nicht passieren, wenn sie zum Date geht und dann fängt das Ding an zu piepsen. Stell dir mal vor, dann fliegt sie voll auf. Hä? Oh, ich kann von hier aus einen Alarm starten und canceln. Aber die Funktion macht super Sinn. Die ist nämlich dazu da, dass wenn man das an seinen Schlüssel hängt, dass man ihn eben durch das Geräusch finden kann. Leute, ich bin absolut begeistert. Und ich werde mal gucken, dass ich unten die oder ähnliche Tools, die ich eben finden kann, nochmal für dich verlinke. Not sponsored. Steve, was hältst du von der Idee, einen GPS-Tracker heute mitzunehmen zu deinem Date, damit ich weiß, wo du dich rumtreibst? Dass mich jemand verzahnen will? Ja. Okay. Mach keine hier schmutzigen Sachen. Was denkst du, was ich mache? Mütter be like. Nichts, was du nicht auch machen würdest. Sehr gut. Ich lese hier gerade, dass das weiteste, was das misst, 15 verdammte Meter sind. Das heißt, es ist halt wirklich nicht als GPS-Verfolgungsding gedacht, sondern es ist wirklich, um Sachen wiederzufinden. Weiter geht's mit einem Detector Safety Projection. Vielleicht sollte ich es auch richtig rumhalten, ne? Anti-Spionage, Anti-Abhörung und Anti-Tracker. Oh, das sieht doch so super Spionage 90er-Jahre-Science-Fiction-mäßig aus. Sorry. Okay, Leute, wie ironisch ist es eigentlich, dass auf diesem Gerät hier eine Wanze sitzt? Wanze, abhören, you get it? Ich frage mich wirklich, wie viel davon einfach nur irgendwie cool aussehen soll und wie viel davon wirklich relevant ist, damit das Gerät, und jetzt pass auf, herausfinden kann, ob irgendwo im Zimmer Abhörgeräte oder versteckte Kameras und so weiter sind. So, und ich bin jetzt schon hier im Ninja-Modus und würde sagen, wir machen uns auf die Suche nach Wanzen. Dann drehen wir mal. Uhuhu. Stellen wir den Radius auf klein und gucken mal. Da ist schon direkt was! Jetzt habe ich wohl Angst! Leute, wir werden hier offenbar all over, überall abgehört. Ist das vielleicht die Kamera mit dem Mikrofon? Warte, ich gehe weiter weg. Boah! Also, es schreit trotzdem die ganze Zeit. Ich muss gestehen, das könnte daran liegen, dass hier in der Nähe eine Kamera versteckt ist. Du hast eine Kamera versteckt? Challenge accepted. Es ist halt wirklich überall eigentlich. Guck mal, hier macht es ein Geräusch und hier unten nicht. Also da muss irgendeine Art von Schwingung sein. Oh, beim Handy kriegt sich's gar nicht mehr ein auf jeden Fall. I'm onto something. Ich sehe es. Das hat geleuchtet. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es nur anhand von diesem Ding gefunden hätte. Ganz ehrlich. Aber irgendwas macht es schon richtig, weil es ist echt so, dass es immer an den gleichen Stellen piepst. Man soll auch durch dieses Löchlein hier Kameras erkennen können, die man so mit freiem Auge nicht sieht. Also ich kann nichts erkennen. Was sagt ihr? Oh mein Gott. Ich habe es jetzt gecheckt, als Steffi mit der Kamera durchgeschaut hat. Guckt mal, man sieht die Kamera tatsächlich. Man darf nur nicht in der Mitte durchschauen. Ist auf jeden Fall eine ganz nette Spielerei. Ich habe es noch nicht so ganz
ganz gecheckt, wie das funktionieren soll. Deshalb nur einen Daumen zur Seite. Aber ich finde das mit dem Licht und den Kameras schon mal ganz cool. Allerdings würde ich es jetzt nicht mitnehmen auf den nächsten Urlaub in ein Airbnb. Schockierende News. Es wurden in vielen Airbnbs versteckte Kameras und Abhörgeräte gefunden, weil die Eigentümer wissen wollten, was die Leute machen. Und zugegeben, seitdem bin ich ein wenig paranoid, aber da wird mir das halt nicht viel weiterhelfen, weil ich glaube, es schlägt auch aus wegen dem WLAN und solchen simplen Sachen. Potenzial ist da und vielleicht versuche ich das dann auch einfach nochmal in teurer. Weiter geht's mit einem schicken Brillenetui. Halleluja. Oh, es ist wirklich eine Brille. Was in Gottes Namen soll sie können? Außer richtig beknackt aussehen. Guten Tag und willkommen bei den Nachrichten. Wer in Gottes Namen hat gedacht, dass dieses Brillendesign von Vorteil ist, derjenige gehört verhaftet. Stop! Fashion, please! Okay, das Ding hat jedenfalls wohl schon mal einen Power-Button. Und was ist jetzt? Jetzt Video recordet das einfach. Ich meine, irgendwie finde ich halt das Brillendesign so ein bisschen auffällig. Das ist halt wirklich so, guckt mich an. Ich trage eine verdächtig seltsame Brille mit ziemlich breiten Bügeln und keiner weiß, warum hier diese Löcher sind. Da ist sicher die Kamera drin. Oh, hier ist eine Linse. TF-Card. Soll man inserten? Es ist drin. Und jetzt sollte das Ganze recorden. Hallo, Ibims. So, Freunde, das war ein ziemlich fetter Fail. Es ist keine einzige Aufnahme zustande gekommen. Aber ich lasse mich ja nicht lumpen und habe jetzt extra noch auf Amazon dieses Ding hier bestellt, weil ich finde das Konzept eigentlich ganz cool. Rilly, was sagst du dazu? Kleines Mausilein, steht mir die neue Brille? Magst du die gerne? Glaube ich schon. Er gibt mir direkt ein Headbutt. Keine 2 Minuten die Brille auf und schon ist sie kaputt. Ich weiß gar nicht, ob er zu nah ist, ob man ihn überhaupt ganz sieht. Gucken wir jetzt noch, ob einem Menschen hierbei was auffällt. Und was sagst du? Fette Brille. Ja? Erinnert mich so ein bisschen an deine Vogue-Brille. Ich habe tatsächlich eine Brille, die so ähnlich aussah. Hast du aber damit gerechnet, dass es eine Kamerabrille ist? Nicht damit, nein. No? Das heißt, man kann damit Leute ausspyen, wenn sie nicht gerade hier diese Linse, die da auch so glänzt, sehen. Oh, ich bin schon abgeschminkt, sorry. Ich finde es auf jeden Fall ein lustiges Gimmick. Vielleicht siehst du das auch das eine oder andere Mal noch in einem Video von mir. Die wird definitiv in meinem Kamera-Equipment-Schrank einziehen. Von mir gibt es einen Daumen nach oben. Ich habe jetzt gleich noch eine Verlosung für dich und lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Aber schreib mir unbedingt mal in die Kommentare, in welchen Szenarien man diese Sachen hier sinnvoll einsetzen könnte. Gerne auch mit viel Humor. Mutti braucht was zu lachen. Um wiederum auf meinem Instagram-Account dieses Verlosungspaket hier zu gewinnen, kommentiere unter genau dieses Bild deinen Lieblingsfilm, weil wie gesagt, meine gehen mir so langsam aus, jetzt wo alle Kinostarts und so verschoben sind. Apropos Kinostarts, ihr könnt gerne auch auf meinem Vlog-Kanal vorbeischauen, wo es Blockbuster aus meinem Leben gibt. I wish, es sind einfach low-key Alltagsvlogs, aber gönn dir gerne, genauso wie meinen Schmuck aus meinem eigenen Online-Shop. Und wenn wir uns dort nicht sehen, sehen wir uns spätestens im nächsten Video. Bye!